Hey meine Vogelfamilie, ich bin's Vanni und herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog 2021. Ich werde euch in diesem Vlog mal wieder auf dem Laufenden halten, was so in den letzten Tagen passiert ist. Ich werde euch einiges erzählen und euch einfach so den Tag über mitnehmen, was wir so den ganzen Tag lang machen. Heute ist Samstag und ich wollte euch einmal berichten, warum ich derzeit wieder auf Jobsuche bin. Das Ganze hatte ich ja auf Instagram schon mal angesprochen, aber ich dachte, ich spreche das hier auch auf YouTube an. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann könnt ihr das natürlich gerne noch nachholen. In diesem Video möchte ich euch auch von dem letzten Tierarztbesuch berichten mit Cooper. Wir waren ja schon mal mit ihm beim Tierarzt, wo er so ein Mittel gegen Trichomonaden bekommen hatte. Und Antibiotikum hatte er ja auch noch bekommen. Wir waren jetzt aber vor kurzem nochmal ein zweites Mal beim Tierarzt, einfach um nochmal zu schauen, ob alles okay ist, da er derzeit sehr viel schläft und einfach nicht so aktiv ist. Da wollte ich nochmal sicher gehen. Darüber werden wir in diesem Vlog auch sprechen. Ich werde euch auch wieder aufzeigen, was ich bezahlt habe bei diesem Tierarztbesuch. Ich habe die Rechnung mitgenommen und werde euch dann so ein bisschen erzählen, was untersucht worden ist. Und außerdem werde ich euch in diesem Vlog meine neu gekauften Bücher zeigen. Ich weiß, dass das nicht jeden interessiert, weil das ja eher ein Vogelkanal ist. Aber ja, ein Hobby von mir ist eben halt auch das Lesen und deswegen werde ich das trotzdem einfach zeigen. Falls euch das nicht interessiert, dann skippt einfach vor oder weiter. Aber ich finde das irgendwie ganz interessant, wenn ich euch mehr von meinem Alltag zeigen möchte oder von meinem Leben, dass ich dann halt auch ein paar andere Dinge, die jetzt nicht auf die Vögel bezogen sind, zeige. Und zwar habe ich da bei Avel ein paar Mängelexemplare, aber auch neue Bücher gezeigt. Einige davon habe ich schon gelesen. Deswegen kann ich euch auch sagen, wie ich die finde. Andere habe ich noch nicht gelesen, aber ich dachte mir, ich zeige euch die Bücher auch mal. Hier zum Beispiel seht ihr ein paar gelesene Bücher von mir schon. Wir haben ein kleines Bücherregal bei uns im Schlafzimmer und ich habe die Bücher jetzt so sortiert, dass ich in dem Schlafzimmer, in dem kleinen Bücherregal, die ungelesenen Bücher drin stehen lasse. Und wir haben jetzt hier fürs Wohnzimmer eine Bücherwand bestellt. Die besteht aus zwei kleineren Bücherregalen und noch so einem Mittelteil. Das Ganze ist von IKEA, müsste aber allerdings erst am 21.01. ankommen, deswegen dauert das noch ein bisschen. Aber hier im Hintergrund im Wohnzimmer wäre dann die Bücherwand und jetzt habe ich hier schon die Bücher hingestellt, die ich gelesen habe. Deswegen sieht man hier schon ein paar. Aber das ist so der Vlog, worum es heute gehen wird. Wir werden nachher auch noch einkaufen. Wir haben unglaublich viel Pfand und Glasflaschen wieder angesammelt. Das müssen wir alles wegbringen. Ich möchte euch die Wellensittiche auch heute nochmal zeigen. Ich denke, dass ich da auch noch ein bisschen was sauber machen werde. Im Vogelzimmer hat sich auch einiges getan. Wir haben ein bisschen weitergemacht im Zimmer, da werde ich euch das zeigen, was sich verändert hat und ich habe unter anderem ja auch einen riesen 3 Meter Ast im Wald gefunden. Das Ganze habe ich euch auch schon auf Instagram gezeigt. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das Ding an die Decke kriegen soll. Ich zeige euch den in diesem Video auch nochmal. Vielleicht habt ihr ja Ideen, wie man so einen schweren Ast oder Baum ja an die Decke bekommt. Ich bin mir nämlich noch nicht sicher. Ich habe Angst, dass der irgendwann runterkracht. Der soll nämlich auf jeden Fall auch irgendwie ins Vogelzimmer. Ach so, und hier steht unser Drucker, den wir noch nicht angeschlossen haben. Und darauf habe ich noch so ein bisschen Korkröhrenteile, denn ich bestelle jetzt immer ganz, ganz viele Korkröhren und Korkplatten bei einem Großhändler, weil mir die im normalen Laden langsam zu teuer werden. Meine Wellensittiche schreddern ja unglaublich gerne diese ganz großen Korkröhren und im Laden kosten die teilweise 8 bis 12 Euro. Wenn ich aber über eBay Kleinanzeigen von einem Großhändler bestelle für 50 Euro, dann bekomme ich halt gleich viel, viel mehr Korkröhren und günstiger. Deswegen habe ich da überall so ein paar Platten. Ich mache auch Vogelspielzeug damit selber. Vielleicht nehme ich euch da auch in einem anderen Video mal mit. Ich habe auch Balsaholz und alles gekauft, aber das zeige ich euch später dann alles mal. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem höchstwahrscheinlich etwas längeren Vlog. Ich habe mich jetzt erstmal aufs Sofa gesetzt und ich dachte mir, dass ich euch erstmal erzähle, warum ich derzeit wieder auf Jobsuche bin. Ihr wusstet ja, dass ich vorher einen Arbeitsplatz hatte. Ich hatte das ja so ein bisschen in meinem letzten Instagram-Livestream schon ein bisschen angerissen, das Thema. Aber ich dachte, ich erweitere das hier nochmal und erzähle einfach ein bisschen mehr. Ich habe in einem Sekretariat gearbeitet nach der Ausbildung. Ich arbeite dort jetzt nicht mehr, sonst wäre ich ja nicht auf Jobsuche. Ich habe nicht gekündigt oder sonst irgendwas, sondern meine Firma hat leider kurz vor Weihnachten Insolvenz angemeldet. Das bedeutet, meine Firma schließt, macht dicht zum Ende 2020.
Und deswegen musste ich mir halt einen neuen Job suchen. Die Leute, die vielleicht selber auf Jobsuche sind oder sich einfach im Moment ein bisschen umgucken, die wissen wahrscheinlich, wie schwer es ist, kurz vor Weihnachten oder halt auch zum Neujahr und jetzt ist ja auch noch Lockdown, dass man in dieser Zeit einen neuen Job findet, ist unglaublich schwierig. Ich finde sehr, sehr wenig Stellenangebote, leider nur im Internet. Deswegen schreibe ich momentan sehr, sehr viele Initiativbewerbungen auch. Und bin halt gespannt, was sich dort so ergibt. Also im Moment habe ich so eine Mischung aus persönlichen Vorstellungsgesprächen, aber auch Online-Interviews, was man halt dann so über den Laptop macht und die Leute und die Firmen dann halt ja über den Computer so gesehen kennenlernt. Ich finde das alles immer noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil früher habe ich das immer nur persönlich gehabt, die Vorstellungsgespräche, wenn es irgendwie um die Ausbildung ging oder allgemein die normalen Jobs. Deswegen ist es alles ein bisschen komisch, dass das jetzt so über Laptop läuft oder halt im persönlichen Gespräch, dass man dann auch mit der Maske da sitzt und den Gegenüber gar nicht so richtig erkennt. Aber gut, das heißt, ich bin jetzt wieder auf Jobsuche und ich denke, wenn sich dort was ergibt, werde ich euch auch wieder berichten. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr auf Jobsuche seid, ob ihr das derzeit in dieser Lage oder in diesem Zeitraum einfacher findet oder eher schwieriger. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es schwierig im Moment, weil viele Firmen auch zu Weihnachten zu haben oder im Urlaub sind oder halt im Homeoffice. Deswegen, ja, das Ganze habe ich auch kurz vor Weihnachten erst erfahren, dass die Firma dicht macht. Ich war auch eine Zeit lang dann freigestellt bei der Firma. Das heißt, ich bekomme weiterhin mein Gehalt. Ich muss aber halt nicht mehr arbeiten, weil die Firma halt dicht macht. Und derzeit bin ich halt auf Jobsuche. Genau, das zum Thema meines derzeitigen Jobs. Ich werde euch als nächstes jetzt mal den Ast bzw. den Baum zeigen, den wir gefunden haben. Ich bin mit meinem Freund und meiner Mutter in den Wald bei uns in der Nähe gegangen, weil ich auf der Suche nach einem kleineren Ast war, der einfach ins Vogelzimmer dann passt und den wir dort an die Decke hängen können. Mein Freund hat dann aber eine riesen Birke gefunden. Wir haben dort im Wald schon einen Teil von abgesägt. Also normalerweise war dieser Baum oder der Ast halt noch größer, aber dort haben wir schon einen Teil dann abgesägt. Und wir haben ihn dann draußen gesäubert, erstmal so ein bisschen mit Wasser und einem Schwamm abgeschrubbt. Wir müssen den Ast aber nochmal unter heißem Wasser abwaschen. Ich weiß nur nicht, wie wir ihn ins Badezimmer bekommen sollen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Meine Frage an euch, falls ihr eine Idee habt, wie wir den an die Wand bringen, dass das hält und der nicht runterfällt, schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Ich habe das schon bei sehr vielen Leuten auf Instagram gesehen, dass sie halt so größere und auch schwerere Äste oben an der Decke haben. Deswegen gebt mir mal bitte eure Tipps, weil ich habe Angst, wenn wir dann mal nicht zu Hause sind, dass der Ast runterknallt im Vogelzimmer und das wird dann echt sehr laut. Wir haben den Ast jetzt hier im Wohnzimmer erstmal gelagert, weil der überhaupt nicht ins Bad passt, weil er halt zu groß ist. Und das ist hier unsere schöne Birke. Also der müsste ungefähr 2,50 Meter oder sogar 3 Meter lang sein, so um den Dreh. Und ja, ist halt auch dementsprechend schwer. Nicht wundern, ich habe hier eine Sportmatte ausgerollt. Ich mache da drauf keinen Sport. Dafür bin ich zu faul. Aber ich habe da drauf meine letzten Videos gedreht mit dem Hintergrund. Genau, so sieht unser schöner Ast aus. Wir müssen dann nachher auf jeden Fall auch nochmal einkaufen und den Müll wegbringen. Wir haben hier jetzt schon Papiermüll. Da haben wir Pfandflaschen und hier haben wir unsere Glasflaschen oder Glasbehälter, die dann auch weg müssen. Wir sind jetzt im Vogelzimmer und ich habe gedacht, dass der große Ast halt hier oben an die Decke kommen soll. Ich weiß halt nur noch nicht genau, ja, wie, aber das ist eher mittlerweile. Den Käfig werden wir auch noch wegstellen. Da war Cooper drin, wo wir ihn halt geholt hatten und während der Eingewöhnungsphase, aber den brauchen wir jetzt ja im Moment nicht. Deswegen wird der auch wieder wegkommen und hier muss ich halt auch noch mal ein bisschen aufräumen. Hier liegt auch noch so viel Stroh rum, weil ich habe neues Heu gekauft für die Wühlkiste und seitdem sieht es hier aus, als wenn hier Kaninchen wohnen oder so. Also der Boden ist immer voller Heu, weil die Wellen sich hier natürlich auch immer sehr viel runterschmeißen. Hier seht ihr zum Beispiel auch Cooper, Yuki und Private an der Wühlkiste. Nicht wundern, wenn sie vorne am Schnabel rot sind, sie hatten Paprika. Deswegen sehen sie ein bisschen schön vorne aus. Ich erzähle euch jetzt nochmal vom letzten Tierarztbesuch mit Cooper. Beim ersten Tierarztbesuch hat er halt die Tropfen gegen Trichomonaden und Antibiotikum bekommen, da er aber immer noch sehr viel schläft und einfach irgendwie immer so ein bisschen müde wirkt.
zum Vogelkundigen Tierarzt nach Hamburg und ich wollte euch jetzt einfach nochmal erzählen, was untersucht worden ist, wie viel das Ganze gekostet hat, weil das auch immer sehr, sehr viele interessiert und was er denn jetzt so bekommt, ob es ihm gut geht, ob er Medikamente bekommt, wie das einfach so aussieht. Also Cooper geht es gut, es wurde tatsächlich nichts gefunden, es wurde einiges untersucht, aber es ist nichts gefunden worden. Keine Trichomonaden, keine Milben, keine Megabakterien, obwohl wir die nachweislich bei uns im Schwarm haben. Aber da ist alles in Ordnung. Derzeit befindet er sich in der Mauser, deswegen ist er halt so ein bisschen schläfrig und braucht viel Ruhe. Zu den Kosten. Wir haben einmal die fachtierärztliche Untersuchung eines Ziervogels. Die hat mich 19,14 Euro gekostet. Dann den Kropfabstrich. Da wird dann halt immer untersucht, ob sich was im Kopf befindet an Bakterien und so weiter. Das hat 17,64 Euro gekostet. Dann haben wir die mikroskopische Untersuchung eines Nativpräparates. Das bedeutet, dass der Kot von dem Tier untersucht worden ist. Das Ganze hat 12,99 Euro gekostet. Und da sie einmal irgendwie so ein Hygiene- oder Verbrauchsmaterial noch benutzt hat, nochmal 5 Euro. Zusätzlich habe ich dann noch empfohlen bekommen von der Tierärztin so ein Vitaminpräparat. Das werde ich euch gleich auch noch zeigen, welches das genau ist. Das Ganze gibt es auch in Tropfenform in normalen Tierhandlungen oder online zu kaufen. Einfach als Vitaminaufbau über den Winter. Meine Tierärztin hat mir dazu geraten, das alle 2 bis 3 Tage zu geben über das Trinkwasser. Einfach über den Winter, dass sie ein bisschen mehr Vitamine bekommen. Ich werde euch das jetzt auch nochmal zeigen. Das ist hier das Vitaminpräparat, was ich mitbekommen habe vom Tierarzt. Das ist ein Ergänzungsfuttermittel für alle Ziervogelarten. Also man kann das auch über das Futter sprühen. Ich mache das aber über das Trinkwasser, weil ich da weiß, dass alle auf jeden Fall rangehen. Und beim Futter ist es oft so, dass sie halt an die Kolbenhirse mal gehen oder an die Rispenhirse. Deswegen mache ich das ins Wasser. Hier ist jetzt nichts drin in der Verpackung, denn ich habe das Ganze bei uns hier im Kühlschrank gelagert. Meine Tierärztin hat mir das empfohlen, damit das länger haltbar ist, weil das halt Vitamine sind. Deswegen werde ich das jetzt mal rausholen und dann werden wir das mal verwenden. So sieht das Ganze hier aus. Also es ist so ein Sprühkopf oder in einer Sprühflasche. Ich werde jetzt das Trinken einmal rausnehmen, dann den Napf sauber machen und dann benutzen wir das einfach mal. Also gestern hatten sie das nicht, da hatten sie ganz normal das Trinkwasser und da jetzt wieder der zweite Tag ist, benutzen wir das mal wieder. Wir befinden uns jetzt im Badezimmer bei mir. Ich habe das Wasser schon mal ausgeschüttet, werde den Trinknapf aber jetzt nochmal sauber machen und zwar mache ich das mit einem Schwamm. Bitte macht das nicht so, dass ihr einfach nur das Wasser ausschüttet und neues Wasser reinmacht, weil unten am Boden, ihr müsst das mal ausprobieren, geht einfach mal mit dem Finger da rein. Da ist immer so eine komische, glitschige Schicht, die sich da einfach ansammelt. Deswegen würde ich das immer mit einem Schwamm oder irgendwie mit einem Lappen dann nochmal ausspülen und nie einfach auskippen und neues Wasser reinmachen, weil sich da halt immer irgendwie so was Komisches absetzt. Wenn ihr den Trinknapf schon öfter mit dem Schwamm sauber gemacht habt, könnt ihr den notfalls auch sonst nochmal in den Geschirrspüler mit reintun. Da wird er sonst natürlich auch sauber. Wir werden jetzt zum Schluss einfach nur noch die Vitamintropfen dazu tun. Nicht wundern, das Wasser ist nicht grün, aber die Pflanze, die da drüber ist, die spiegelt das so ein bisschen. Ich werde da jetzt einfach zweimal reinsprühen und dann sieht das so ein bisschen komisch aus, aber die Vitamintropfen sind jetzt da drin. Wenn euer Edelsteinnapf kleiner ist, dann müsst ihr nur einmal da reinsprühen. Da unser aber relativ groß ist, sprühe ich da immer zweimal rein und das Ganze verteilt sich dann nach der Zeit. Und das werde ich jetzt einfach dann wieder bei den Butschis reinstellen. Ich zeige euch jetzt nochmal im Vogelzimmer, was sich so ein bisschen verändert hat. Wir haben ja 3 Vogelbäume hier und die habe ich ein bisschen weiter mit Seilen verbunden und ein paar mehr Äste dran gemacht. Hier vorne seht ihr zum Beispiel Stewie. Der ist immer ganz heiß auf Klamotten. Immer wenn ich irgendwie einen Pullover anhabe oder ein Oberteil, dann ist er immer auf meine Schulter. Und da oben, oh Gott, Private, du bist so laut. Da oben ist Peaches. Nicht wundern, sie hat auch einen orangenen Schnabel wegen der Paprika. Hier haben wir noch so ein bisschen Vogelspielzeug angebracht. Rechts geht das Ganze dann weiter. Und zwar habe ich hier vor dem Fenster dann so einen Teil von Ikea gekauft. Das dient ja eigentlich dazu, Gürtel aufzubewahren im Kleiderschrank. Aber das habe ich hier eigentlich dran gemacht. Und hier rechts ist halt noch ein Vogelbaum mit so einem selbstgebastelten Weidenball und so ein bisschen Harry da drin. Links ist dann auch nochmal so ein kleiner Vogelbaum. Da habe ich aber noch nicht viel gemacht. Einfach auch nur mit dem Seil verbunden. Und der Rest kommt dann später. Ich werde
werde euch irgendwann mal wieder ein Käfig-Update abdrehen. Im Moment bin ich allerdings nicht so sehr zufrieden mit dem Käfig, mit der Einrichtung, weil mir das alles zu klein und zu eng ist. Wir sind im Moment auf der Suche nach einem zweiten Madeira-Käfig, deswegen werde ich euch das später zeigen, wenn der hier ist. Also wenn ich zweimal den Käfig habe und dann alles fertig eingerichtet ist. Hier rechts ist dann noch so eine Spirale, die bis zur Decke geht. Und hier noch so ein Korkenzieherast oben, Studierkiste, noch ein paar Näpfe. So sieht das im Moment aus. Aber werde ich euch später alles auch nochmal näher zeigen. Ich sitze jetzt wieder im Wohnzimmer auf dem Sofa. Ich hoffe, ihr konntet mich im Vogelzimmer überhaupt verstehen. Es ist wirklich unglaublich laut im Vogelzimmer, deswegen filme ich da im Moment nicht allzu gerne drin. Falls ihr gar nichts verstanden habt, schreibt mir das mal in die Kommentare. Dann werde ich demnächst, sobald ich das Vogelzimmer betrete, mein Mikrofon anstecken, damit ihr mich besser verstehen könnt. Nur es ist immer komisch zu vloggen und dann immer mit Mikrofon das zu machen, weil das muss ich dann mit dem Handy verbinden. Und das sieht dann einfach immer so ein bisschen komisch in einem Vlog aus, finde ich. Weil sonst benutze ich das Mikrofon immer nur bei Hauptvideos oder in Hauptvideos. Aber wir kommen jetzt erstmal zu den Büchern. Und zwar habe ich bei Avell bestellt. Man kann dort ganz günstig Mängelexemplare bestellen, die aber noch eine super Qualität haben. Man kann neue Bücher, aber auch gebrauchte Bücher kaufen. Und ja, da habe ich einiges bestellt. Einige Bücher habe ich schon gelesen, andere noch nicht. Falls ihr euch für Bücher in der Richtung Horror und Thriller interessiert, dann seid ihr auf jeden Fall bei mir richtig. Ich schaue auch unglaublich gerne Booktuber, die einfach Bücher vorstellen. Nur mir ist in dem Bereich aufgefallen, dass viele in meinem Alter eher so Romane, Liebesromane oder Fantasy lesen. Das ist eigentlich eher nicht so mein Ding. Ich kenne sehr, sehr wenig Booktuber, die wirklich Horror oder Thriller oder sowas lesen. Deswegen fällt mir das immer ein bisschen schwer. Aber ich zeige euch die Bücher einfach mal. Das erste Mängelexemplar, was ich bei Avell bestellt habe, ist dieses hier. Und zwar The Dead List. Geschrieben ist es von Jennifer L. Armentrout. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe, ich lese euch den Buchrücken einmal kurz vor. Seit Ella nachts auf dem Nachhauseweg von einem maskierten Mann angegriffen wurde, lebt sie in ständiger Angst vor einem weiteren Überfall. Doch nicht nur sie steht auf der Liste des Unbekannten. Als zwei Mädchen verschwinden und eine Leiche gefunden wird, spitzt sich die Situation dramatisch zu. Mehr als jemals zuvor benötigt Ella den Beistand ihres Schwarm Jensen, denn nur in seinen starken Armen fühlt sie sich noch sicher, aber der Killer spielt ein ausgeklügeltes Spiel. Das Buch habe ich schon gelesen und hier vorne seht ihr auch, es ist Sexy Crime. Also es hat auch so ein bisschen so einen romantischen Hintergrund. Normalerweise lese ich sowas überhaupt nicht. Alles, was mit Liebe oder halt irgendwelchen Liebesgeschichten zu tun hat, finde ich einfach sehr, sehr langweilig leider. Aber in diesem Buch fand ich es richtig gut und ja, ich kann euch das Buch nur empfehlen. Dann habe ich tatsächlich ein Buch oder eine Buchreihe gelesen, die mehr in die Fantasy- oder Science-Fiction-Richtung geht. Und zwar, das ist eine Trilogie, bestehend aus drei Büchern. Und das Ganze heißt Eve of Men. Ich habe davon die ersten beiden Bücher gelesen. Das hier ist jetzt der erste Teil. Und den zweiten Teil hatte ich halt auch neu über Avell bestellt. So sieht der zweite Teil aus. Den dritten Teil habe ich leider bei Avell nicht gefunden. Deswegen habe ich den noch nicht bestellt. Den werde ich auf jeden Fall aber auch kaufen und auch lesen, weil ich diese Reihe echt sehr interessant finde. Ich werde euch den Buchrücken vom ersten Teil mal vorlesen. Wie kannst du dich zwischen deiner großen Liebe und dem Fortbestand der Menschheit entscheiden? Sie ist die Antwort auf ihre Gebete, die letzte Hoffnung der Menschen. Mit angehaltenem Atem haben sie auf ihre Ankunft gewartet und tatsächlich hat sie gegen jede Wahrscheinlichkeit überlebt. Eve, so nannten sie das erste Mädchen, das nach 50 Jahren geboren wurde. Ja, wie der Buchrücken schon sagt, es geht um das Gebären eines Mädchens nach 50 Jahren. Das heißt, es gibt nur noch ältere Damen auf der Welt und halt Eve, die noch jünger ist und ja, darum geht es halt, für was sie sich nachher entscheidet, ob das alles so richtig ist, wie das da gemacht wird von den ganzen Forschern und Wissenschaftlern. Ich fand es richtig interessant. Ich freue mich auch auf den dritten Teil, wenn ich ihn lesen kann. Mehr werde ich natürlich nicht verraten, da es sonst irgendwie gespoilert ist. Aber ich kann euch das Buch nur empfehlen. Es ist in keinster Weise irgendwie sehr brutal oder horrormäßig.
Deswegen finde ich das gerade für Leute interessant, die sonst sowas nicht lesen. Dann habe ich mich einer weiteren Trilogie gewidmet. Und zwar hatte ich den ersten Teil schon bei uns im Regal. Ich weiß gar nicht, woher ich den habe, aber den habe ich jetzt auch gelesen. Und zwar heißt das Buch Gelöscht. Bei dem Buchrücken steht, Kylas Gedächtnis wurde gelöscht, ihre Persönlichkeit ausradiert, ihre Erinnerungen sind für immer verloren, Kyla wurde geslated, also sie kann sich an ihr Leben vorher nicht mehr erinnern, sie weiß nicht, was sie in ihrem Leben davor getan hat, möchte das allerdings herausfinden. Den ersten Teil habe ich schon gelesen, ich fand ihn richtig gut, deswegen habe ich mir die anderen beiden Teile auch noch bestellt. Und zwar der zweite Teil heißt Zersplittert und der dritte Teil heißt Bezwungen. Die beiden Teile habe ich allerdings noch nicht gelesen, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen. Aber das erste Buch war auf jeden Fall sehr spannend. Und dann habe ich noch zwei weitere Bücher gekauft, die auch wieder so im Thriller-Bereich sind, die ich noch nicht gelesen habe. Die fand ich einfach nur sehr interessant, deswegen habe ich die auch mit in den Warenkorb gepackt. Das erste war, glaube ich, auch ein gebrauchtes Buch, und zwar dieses hier. Jedes Paar hat seine Geheimnisse, manche sind tödlich. Hier ist auch dieser Vox Top Thriller Sticker drauf. Unterschätze nie das Böse, es schlummert in fast jedem von uns. Deine Nachbarin möchte nicht, dass du dein Baby zur Dinnerparty mitbringst. Dein Ehemann sagt, das sei schon in Ordnung. Ihr wohnt ja gleich nebenan. Außerdem habt ihr ein Babyphone und könnt abwechselnd nach der Kleinen sehen. Deine Tochter schläft, als du das letzte Mal nach ihr siehst. Doch jetzt herrscht Totenstille im Haus. Du rennst ins Kinderzimmer und dein schlimmster Albtraum wird wahr. Die Wiege ist leer. Es bleibt nur eins, die Polizei rufen, doch wer weiß, was sie finden wird. Ich fand es irgendwie mega interessant. Wie das Buch ist, kann ich euch nicht sagen, weil ich habe es noch nicht gelesen. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Und das letzte Buch ist dieses hier. Das ist ein bisschen dicker. Wie du mir von Amy Gentry. Ich weiß immer nicht, wie man die Namen ausspricht. Hinten steht auch nicht allzu viel drauf. Die junge Comedian Dana musste viel ertragen. Jetzt plant sie die perfekte Rache. Mehr steht hier hinten auch nicht drauf. Hier steht tatsächlich auf dem Buchrücken fast gar nichts drauf. Ist aber auch ein Thriller und habe ich als Mängelexemplar gekauft. Unten ist dann immer der Stempel drauf und dann ist das Buch so ein bisschen eingedrückt unten. Ja, wie das ist, bin ich auch mal gespannt. Das waren auch die Bücher, die ich bei Avell bestellt habe. Falls euch das Thema Bücher interessiert, schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Dann werde ich das in den weiteren Vlogs immer mal wieder aufgreifen, was ich derzeit so lese. Wie gesagt, ich habe relativ viele Bücher, viele davon gelesen. Einige sind noch ungelesen, drüben in meinem Bücherregal. Wenn die Bücherwand hier ankommt fürs Wohnzimmer, dann werde ich die auch mit euch zusammen aufbauen. Wir haben unter anderem auch andere Möbel bestellt für unsere Wohnung, zum Beispiel einen Badschrank. Wir haben eine Garderobe bestellt mit so einem Garderobenpanel oben und einer Sitzbank unten. Dann haben wir ein Schuhregal bestellt. Das müsste halt alles in den nächsten Wochen irgendwann dann mal ankommen, weil die Lieferzeiten sind dann immer so lang. Aber ja, wenn die da sind, werde ich das mit euch dann höchstwahrscheinlich zusammen aufbauen. Deswegen hoffe ich, dass ihr euch freut. Falls ihr weitere Vlogs von mir sehen möchtet, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch oder schreibt mir das in die Kommentare. Dann werde ich auf jeden Fall versuchen, öfter ein bisschen mit euch oder für euch zu vloggen. Auch was die Wellensittiche betrifft. Wir werden jetzt erstmal einkaufen gehen und Pfand und alles wegbringen, weil wir tatsächlich spontan nachher noch Besuch bekommen. Deswegen werde ich den Vlog jetzt beenden. Und ich würde sagen, ich melde mich später wieder bei euch im nächsten Video. Deswegen, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!